Liebe Zuschauer, jetzt möchte ich Sie gerne auf eine kurze Pilgerreise einladen. Und zwar Richtung Santiago de Compostela. Sie müssen jetzt nicht unbedingt der Büßergewand anziehen oder das Büßergesicht aufsetzen. Wir wollen ja nicht päpstlicher sein als der Papst. In der Tat führt der berühmte Jakobsweg, bitte gut merken, führt dieser Jakobsweg zum Grab des heiligen Jakobus des Älteren, einer der 12 Apostel Jesu, der führt auch durch das Tiroler Oberland und vor allem auch über Imst. Unter dem Motto, gut vorbereitet ist halb gewonnen, starten wir mal unsere Pilgerreise in Roppen, direkt am Inn, durch das Römerbadl, wo wir quasi zum Aufdanken jetzt ein Kneippbad nehmen. Dieses Quellwasser wird als warmes Wasser bezeichnet, obwohl es nur 13 Grad hat. Aber es ist schwefelhältig und damit auch besonders gesund. Das haben schon die alten Römer gewusst. So gestärkt und erfrischt sind wir natürlich fit für die nächsten Kilometer des Jakobsweges. Bitte schauen Sie in die Gesichter der Pilgergruppe, wie verklärt und verinnerlicht. Karres am Südabhang des Tschegan erreichen wir nach wenigen Kilometern. Die Bezirkshauptstadt Imst lassen wir derweil noch links liegen. Praktisch um den Tschegan, den Hausberg der Imster herum, gelangen wir ins herrliche Gurgeltal zwischen Imst und Nassereit. Und da können wir uns schon wieder laben und erfrischen. In der Kneipanlage Frauenbrunnen. Das Wasser ist radonhältig, ist Heilwasser erster Güte. Gut für die Füße und besonders gut für die Haut. Über Imst und Umgebung führt nicht nur der Jakobsweg, sondern auch die Via Claudia, eine römische Kaiserstraße über die Alpen. Auf den Spuren der Via Claudia gelangen wir oberhalb von Tarents zum Schloss der Starkenberger, im 15. Jahrhundert das reichste Adelsgeschlecht Tirols. Auf eine weitere Kneippkur verzichten wir jetzt, zumal wir die Möglichkeit haben, uns im Starkenberger Bier zu baden. Das hat schon die Kleopatra gern dann. Die natürliche Kohlensäure fördert die Durchblutung und sorgt für geschmeidige Haut. Der Hopfen beruhigt Körper und Geist. Und für die Haare soll es auch gesund sein. Das einzige Bierschwimmbad der Starkenberger Brauerei. Das einzige Bierschwimmbad der Welt. Vom Schloss aus geht es weiter in eine herrliche Allee, unberührte Naturlandschaft. Und da bilden wir jetzt weiter. Und gelangen schließlich zum Starkenberger See. Mit frischem Quellwasser gespeist gilt der See im Sommer als Geheimtipp zum Baden. Wasser ist Leben, darum lebt sich's in Imst so gut. 48 Brunnen, zum Teil sehr alt, ziehen die Stadt. Früher mit einer ganz wichtigen wirtschaftlichen und sozialen Funktion. Kaum ein Haus hat der Wasserleitung gehabt, also hat sich alles bei den Brunnen getroffen. Kommunikationszentrum. Ein Kommunikationszentrum ist auch das Fasnachtshaus neben der Pfarrkirche. 1683 hat schon Abraham a Santa Clara gepoltert. Es ist an verschiedenen Orten, auch hier,
Der Brauch, dass Bürger und andere gemeine Leute zur dummen und wütigen Fasnachtszeit auf einen Tag ein Schemenlaufen belieben. Den Imster war das ziemlich wurscht. Die haben sich ihr Schemenlaufen nie nehmen lassen. Alle 3 bis 5 Jahre ziehen sie durch die Stadt. Die Hauptfiguren Roller und Scheller, die jeweils ein Paar bilden. Als fixe Figur auch immer dabei der Vogelhändler. Auch das haben sich die Imster nie nehmen lassen. Vögel handeln, Vögel züchten. Sogar eine Straße ist danach benannt. Ja, dieses Vögelzüchten, das betreibt zum Beispiel auch der Walter Turner bis zum heutigen Tag. Und er ist einer der über 800 Mitglieder der Voglerzunft, die 35 Züchter vereint. Über 300 Jahre besteht die Zunft. Diese Himalaya-Kreuzschnäbel gedeihen prächtig. Und auch der Erlenzeisig, der da gerade geschlüpft ist, dem wird nichts abgehen. Eine geologische Sensation in Imst ist das sogenannte Bergl, das sich mitten in der Stadt erhebt. Umgeben von 2 rauschenden Wildbächen, ein Konglomerat aus der dritten Eiszeit. Vorbei am Schutzengelbrunnen und der Johanneskirche marschieren wir keine 5 Minuten, dann tut sich auf einmal die Rosengartenschlucht auf. Eine der tiefsten Schluchten der Kalkalpen, die deswegen so heißt, weil dort sogar auf 900 Meter Seehöhe Almrossen wachsen, die normalerweise nur auf 1200 Meter gedeihen. Sie werden es nicht glauben, aber dieser Gams sind wir tatsächlich begegnet. Auf einer Länge von 1,5 Kilometer grabt sich der Schinderbach durch die Felsrücken der Imster Mittelgebirgsterrassen. Oben ankommen ist schon zuvor mal ein Loch im Felsen aufgefallen, von Menschenhand angelegt. Es ist der Eingang zu den Stollen des ehemaligen Bergbaugebietes. Weil das Wasser dort leicht bläulich schimmert, heißt die Grotte die Blaue Grotte. Auch so mancher Stein schimmert bläulich, letzte Überbleibsel des seinerzeitigen Bleiabbaues. Wieder auf dem Jakobsweg erreichen wir das Kirchlein St. Vigil bei Obsauers. Einer der wichtigsten spirituellen Orte auf dem ganzen Nordtiroler Jakobsweg. Übrigens, die Musik, die Sie während des ganzen Filmes hören, stammt aus der Zeit, als ein Jakobspilger diese Rötelzeichnung angebracht hat, Jakobsmuschel mit überkreuzten Pilgerstäben, 17. Jahrhundert. Wenn wir jetzt in dieser Richtung, nämlich gegen Westen, noch ein paar Wochen weiter marschieren würden, dort wir zum Endziel des Jakobsweges kommen, Santiago de Compostela.